Herzliches Hallo, mein Name ist Vivian Posch, ich bin Selbstwertcoach und ich unterstütze selbstständige Einzelunternehmer dabei, überzeugend für sich und ihren eigenen Wert zu werben und ihre Botschaft groß rauszubringen. Ich habe es als Kind geliebt, Puzzle zu spielen. Wir sind da oft die ganze Familie am Küchentisch zusammengesessen und haben Puzzle mit mehreren tausend Teilen sogar zusammengebaut. Und wir haben da ein richtiges System draus gemacht, wie wir die verschiedenen Teile, die Formen und Farben sortieren und damit wir dann noch besser und schneller sind. Warum erzähle ich dir das? Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Selbstständige ihr Business wie ein Puzzle angehen, aber ohne ein Bild dazu, das heißt ohne den Deckel des Puzzles und ohne ein System. Sie probieren ein Teil aus und wenn es nicht passt, dann legen sie es wieder weg. Das kann sein, dass du versuchst, auf einer Netzwerkveranstaltung zu gehen und zu sagen, ja, schauen wir mal, wen treffe ich da, wie wird das sein? Oder ich könnte mal auf Social Media aktiv sein oder ein Buch schreiben, das wäre doch auch nicht schlecht, oder einen Vortrag machen. Das sind alles Teile, die du vielleicht selbst schon versucht hast anzuwenden mit dem einen oder anderen Erfolg oder mehr oder weniger Erfolg. Und ich muss sagen, ich kann es niemandem verübeln, mir ist es ähnlich gegangen am Anfang. Ich habe ziemlich blauäugig begonnen. Ich bin meiner Leidenschaft gefolgt im Coaching. Ich wollte mit Menschen arbeiten. Das hat mich begeistert, Menschen zu unterstützen, mit diesem Potenzial zu arbeiten, zu erleben, was da passiert. Aber ich habe mir noch nicht viele Gedanken gemacht, wie ich jetzt ein Coaching-Business aufbaue. Und für mich war ein großer Wendepunkt damals 2007, wie ich die Life-Success-Ausbildung in Florida gemacht habe. Für mich war plötzlich, wie wenn ich ein Bild zu meinem Puzzle, zu meinem Business bekommen hätte. Ich habe viel klarer gesehen, wo ich hin will. Wie schaut mein Business aus, wenn ich dort bin, wo ich hingehe und wo ich sein möchte? Und zweitens, ich habe ein System bekommen. Ich habe eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommen, wie ich die verschiedenen Teile anwende. Und da möchte ich dich einladen, in deinem eigenen Business zu schauen. Weißt du ganz klar, wo du sein möchtest, wenn du den Erfolg hast, den du dir wünschst? Und zweitens, hast du ein System? Und als drittes möchte ich auch dich fragen, ob du oder wie sehr dein Wunsch ist, erfolgreich zu sein. Das war auch bei mir ein entscheidender Erfolgsfaktor. Ich habe nie aufgegeben, ich bin immer dran geblieben. Ich habe den großen Wunsch, ja, ein Verlangen gehabt, ich möchte mit meinem Business Erfolg haben. Ich möchte mich selber entwickeln, entfalten und ich möchte anderen Menschen helfen. Und da möchte ich eben dich einladen, auch bei dir zu schauen, wie sehr bist du bereit, in dich und in dein Business, in deinen Erfolg zu investieren. Sagst du, schauen wir mal, ich probiere mal das eine oder andere aus und wenn es nichts wird, dann lasse ich es halt wieder und mache was anderes. Oder sagst du, nein, ich mache das zum Erfolg und ich bleibe dran, bis ich den Erfolg habe. Mir fällt da auch ein Spruch von Abraham Maslow ein, der gesagt hat, wenn du dich entscheidest, weniger zu sein, als wozu du fähig bist, dann wirst du sehr wahrscheinlich für den Rest deines Lebens unglücklich sein. Also ich denke, dass es sehr entscheidend ist, auch für unser Glücklichsein, für unser Wohlgefühl, dass wir Erfolg haben mit dem, was uns ausmacht, mit dem, was wir hinaustragen möchten. Und da möchte ich dich einladen, wenn du sagst, ja, ich brauche da mehr Anleitung, wie ich mein Business erfolgreich mache, wie ich ein System hinter mein Business bringe, wie ich mein Business auf das nächste Level bringe, dann lade ich dich herzlich zu einem Coaching-Kennenlerngespräch ein. Trage dich einfach auf der Seite www.mitselbstwertzumerfolg.at/coaching in das Formular ein. Und ich freue mich, wenn ich dich kennenlerne, wenn wir uns beide kennenlernen und wenn wir gemeinsam schauen können, wo möchtest du mit deinem Business hin, wie kannst du ein System in dein Business bringen und wie kannst du nicht nur davon leben, sondern wirklich mit deinem Business ganz groß werden. Ich freue mich auf dich, deine Vivian Posch.